Wo, Bruder, wohin? Hochzeit oder was? Ja, Bruder, Murat Abi heiratet heute. Mashallah. Sieht stabil aus, oder? Du weißt schon, dass der Anzug nicht richtig sitzt, oder? Wie meinst du, dass der sitzt nicht richtig? Was ist daran falsch? Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Leute, ihr seht, ich habe mich für das heutige Video auf jeden Fall ein bisschen rausgeputzt. Ihr habt es dem Titel entnommen und ihr habt es gerade schon im kleinen Intro gesehen. Im heutigen Video soll es um das Thema Anzüge gehen. Ich weiß, dass viele Männer Fragezeichen im Kopf haben, wenn es um dieses Thema Anzüge geht, weil es gibt einfach so viele Sachen, auf die man achten muss. Es gibt wirklich so viele Fragen, die da aufkommen und über diese Fragen möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch alles erklären, damit ihr am Ende dieses Videos auf jeden Fall gewappnet seid, wenn ihr euch einen Anzug holen wollt oder mal auf irgendein Event eingeladen seid, ob es eine Hochzeit ist, Business-Event, was auch immer, damit ihr einfach wisst, wie ihr euch richtig kleidet und das ist Ziel dieses Videos. Falls euch das kurze Intro gefallen habt und falls ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne den Kanal abonniert, weil auf diesem Kanal geht es immer um Männermode und Lifestyle. Da seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euren Support freuen. Wir werden uns in diesem Video auf jeden Fall Stück für Stück voranarbeiten. Das heißt, wir reden über das Thema, wo kauft man einen guten Anzug? Wie muss ein guter Anzug sitzen? Worauf solltest du unbedingt achten? Was gilt es bei den Farben und Farbkombinationen zu beachten? Und was sind Do's und Don'ts beim Thema Anzug? Fangen wir bei dem ersten Punkt an. Wo kauft man sich den richtigen Anzug? Die Frage ist natürlich, für welchen Anlass möchtet ihr einen Anzug haben? Oder wie häufig wird dieser benutzt? Kauft ihr den jetzt berufsbedingt oder ist es jetzt einmalig für eine Hochzeit? Das ist natürlich immer so eine Sache, wo ich sage, guckt am besten, für welchen Anlass das benötigt wird. Weil ich sage immer, wenn jetzt Leute für eine Hochzeit sich einen Anzug kaufen und den wahrscheinlich dann vielleicht wieder in 2 Jahren anziehen werden, dann lohnt es sich einfach nicht so viel Geld dafür rauszuwerfen. Und für Leute, die berufsbedingt jeden Tag Anzug tragen, da sollte natürlich die Qualität wirklich immer eine Rolle spielen. Und da kann man auch gerne schon mal ein bisschen mehr Geld für einen Anzug ausgeben, weil das Teil wahrscheinlich mehrmals die Woche getragen wird. Und da seid ihr mit einer günstigen Qualität nicht so gut bedient, da die schnell abnutzt etc. etc. Deswegen da auf jeden Fall gerne mehr Geld investieren. Und bei allen Leuten, die jetzt sagen, ey, ich kaufe mir jetzt einen Anzug für eine Hochzeit mal, da kann man auch gerne in günstigeren Läden gucken, wie beispielsweise bei Zara. H&M ist auch noch okay, aber ich empfehle wirklich im günstigen Preissegment bei Zara zu schauen. Die haben wirklich sehr solide Anzüge. Der, den ich gerade hier trage, ist ebenfalls von Zara. Und den habe ich schon viele Jahre und habe den auch schon häufig getragen. Und ich muss sagen, die Qualität ist überaus gut. Kostet so um die 120 bis 140 Euro das komplette Set und da kann man wirklich nicht meckern. Auf jeden Fall ein Tipp von mir, schaut gerne im Sale bei Zara vorbei, weil dort findet ihr die Anzüge tatsächlich immer für so günstige Preise. Also wenn ihr da noch auf der Suche seid, schaut auf jeden Fall im Zara Sale vorbei, denn dort findet ihr die Sachen wirklich immer extrem günstig. H&M geht auch klar, aber ich empfehle tatsächlich Zara eher als H&M, wenn es im günstigen Preissegment sein soll. Im mittleren Preissegment haben wir Suit Supply, Hugo Boss oder Calvin Klein. Das sind so meine Favoriten, aber von diesen dreien ist jetzt mein absoluter Favorit auf jeden Fall Suit Supply. Bei Suit Supply zahlt man jetzt für einen Anzug so zwischen 300 und 700 Euro ungefähr, je nachdem was für eine Stoffart und so weiter. Aber Suit Supply ist mein absoluter Favorit, zum einen, weil die eine brutal große Auswahl haben, zum anderen wird man dort extrem gut beraten, also es ist wirklich Fachpersonal da und gerade das ist natürlich wichtig, wenn man sich jetzt einen Anzug kauft und gar keine Ahnung hat und jetzt zu Zara geht, dort wirst du niemanden finden, der dich irgendwie berät. Dort sind die Leute halt nur Kasse am Machen oder irgendwelche Sachen am Falten und keiner kann dir einen Fachrat geben, sage ich jetzt mal, es sei denn, man hat Glück. Deswegen bei Suit Supply beispielsweise seid ihr wirklich extrem gut beraten und was ich dort super gut finde, ist, dass sie einfach Zwischengrößen haben. Normalerweise gibt es bei Anzügen immer 46, 48, 50, 52 und so weiter. Aber bei Suit Supply gibt es beispielsweise auch Zwischengrößen wie 25. Und ich habe mir dort einen Anzug geholt und ich bin 1,78 groß, wiege 79 Kilo. Und mein Anzug beispielsweise, der war dann in der Zwischengröße 25. Das bedeutet, dass das Sakko ein wenig kürzer ist und die Ärmel schon von Anfang an ein bisschen kürzer sind. Heißt, in der Nachänderung braucht ihr nicht so viel Geld ausgeben und das Sakko sitzt im Optimalfall schon perfekt. Also für alle Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, was sie wollen, geht auf jeden Fall in Läden wie Hugo Boss, ob es Calvin Klein ist, ob es Suit Supply ist. Lasst euch beraten, lasst euch helfen.
weil das Thema Anzüge ist wirklich nicht so einfach und da ist es natürlich gut, wenn man irgendwie Fachpersonal hat, was einem da helfen kann. Bevor ihr den Anzug kauft, gibt es auf jeden Fall einen kleinen Quick-Check, den ihr unbedingt machen solltet, weil wir werden im Nachgang noch zum Schneider gehen und den Anzug da abgeben, aber im Laden müsst ihr schon mal auf jeden Fall einen Quick-Check machen, weil es gibt gewisse Sachen, die kann man im Nachhinein nicht mehr rückgängig machen oder die kann man nicht mehr ändern. Das heißt, wichtig ist auf jeden Fall die Schulterpartie, dass die Schulterpartie wirklich am Oberarm abschließt. Das ist sehr wichtig, weil das kann man nachträglich natürlich noch ändern lassen, ist aber immer sehr kompliziert und dafür braucht ihr auf jeden Fall einen guten Schneider. Eine andere Sache ist die Weite des Sakkos. Im besten Fall könnt ihr zwei Finger quasi dazwischen schieben und ihr habt noch ein bisschen Platz. Das ist schon mal super. Zu eng sollte der auf jeden Fall nicht sein, weil im Nachhinein den Anzug verbreitern zu lassen, ist nahezu unmöglich, sage ich jetzt mal. Und eine andere Sache, die natürlich nicht passieren darf, ist, dass die Ärmel von vornherein schon viel zu kurz sind oder die Hosenbeine viel zu kurz sind, weil ihr könnt die natürlich nicht mehr verlängern lassen. Das ist natürlich auch nicht möglich. Wenn die Ärmel viel zu lang sind oder die Hose viel zu lang ist, alles kein Problem. Darüber reden wir jetzt im nächsten Schnitt, denn wenn ihr einen Anzug gekauft habt, ist wirklich das A und O, diesen zum Schneider zu bringen. Egal wie teuer der Anzug war, egal wie gut er aussieht, wenn ihr den Anzug nicht zum Schneider bringt und den anpassen lässt an eure Körperform, wird er einfach nicht gut aussehen. Also bei dem ganzen Thema Anzüge ist das tatsächlich für mich persönlich der wichtigste Punkt. Egal wie günstig der Anzug war, wenn er dann tatsächlich gut sitzt und angepasst wurde, dann sieht dieser Anzug direkt viel teurer aus. Also man kann ja von außen, wenn man jemanden sieht, gar nicht beurteilen, wie teuer sein Anzug jetzt war. Man beurteilt immer nur, sitzt der Anzug gut, sitzt der Anzug nicht gut. Und auch wenn du einen Anzug trägst, der über 1000 Euro kostet, wenn dieser nicht gut sitzt, sieht es einfach nicht cool aus. Und wenn jemand wie ich jetzt beispielsweise mit so einem 120 Euro Zara-Anzug kommt, der aber wirklich gut sitzt, selbstbewusst auftritt, wirkt das Ganze natürlich immer viel teurer, als es tatsächlich ist. Und das ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Also Schneider ist eine Sache, es sei denn, der Anzug sitzt direkt, nachdem ihr den gekauft habt, perfekt. Dann müsst ihr da natürlich nicht hin. Aber Schneider ist für mich wirklich die wichtigste Sache und auch das wichtigste Thema in diesem Video. Dann kommen wir zu den Sachen, die ihr bei einem Schneider auf jeden Fall anpassen solltet. Also Schulterpartie haben wir gerade gesprochen. Da müsst ihr im besten Fall ein Sakko finden, was von der Stange schon wirklich perfekt fittet. Ansonsten kann man die natürlich immer noch anpassen lassen. Ist ein bisschen komplizierter, aber ist machbar. Bei den Ärmeln ist das hier eigentlich die perfekte Ärmellänge. Ihr seht das. Wenn ich so stehe, sollte ungefähr so 1-2 cm über dem Handwurzelknochen sein. Hemd sollte immer noch ein Stück weit rausragen und das ist so auf jeden Fall der perfekte Look. Ich blende noch mal ein paar Bilder ein, damit ihr das wirklich sehen könnt, wie das perfekt sitzen sollte. Dann ist natürlich wichtig, bei der Hose den perfekten Abschnitt zu finden. Und da solltet ihr die Hose tatsächlich so anziehen, wie ihr sie auch tragen werdet. Nicht zu hoch, nicht zu tief sitzend. Und dann kann der Schneider das perfekt anpassen. Auch da bitte darauf achten, dass die Hose unten am Ende nicht zu eng wird, sonst kriegt man seinen Fuß nicht mehr durch. Nicht zu kurz wird, weil das sieht irgendwie auch nicht entsprechend aus. Also es muss schon wirklich die perfekte Länge sein, dass die Hose wirklich schön auf dem Schuh aufliegt, leicht auffällt. Und das ist eigentlich die perfekte Länge. Ob es für schickere Schuhe ist oder ob ihr sagt, ich möchte meinen Anzug danach gerne mit Sneakern tragen, weil auch mit Sneakern ist das einfach die perfekte Länge. Und bei einem Anzug heißt es ja nicht, dass ihr diesen Anzug immer als komplettes Set tragen müsst. Ihr könnt natürlich auch immer hingehen und sagen, ey, ich mag diese navyblaue Hose, die ziehe ich einfach nur mit einem Basic-T-Shirt an und mit Sneakern und ihr müsst das Ganze halt nicht immer nur als Set tragen, sondern ihr könnt diese Hose auch anders einsetzen. Worauf ihr auf jeden Fall auch achten solltet, ist, den Anzug nicht zu eng anpassen zu lassen, weil ich bin in meiner Anfangszeit, wo ich so angefangen habe mit Anzügen, wurde ich damals eingeladen von Hugo Boss und habe dann einen Anzug bekommen und die haben mir den direkt maßgeschneidert und ich war damals wirklich sehr, sehr skinny. Ich glaube, ich habe damals so 74, 75 gewogen zu meiner besten Zeit, aber ich habe mir den Anzug da wirklich super perfekt anpassen lassen, also tailliert, Hose schön eng und nur ein Jahr später konnte ich diesen Anzug nicht mehr tragen, weil ich irgendwie 2 Kilo zugenommen hatte und dieser Anzug schon zu eng war. Und da heißt es immer aufgepasst, wenn ihr zum Schneider geht, lasst die Sachen nicht zu körperbetont anpassen. Weil es kann natürlich immer mal sein, dass ihr mal 2-3 Kilo abnehmt oder 4-5 Kilo zunehmt und dann passen euch die Anzüge nicht mehr. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen achtet auf jeden Fall darauf, die Anzüge nicht zu passend machen zu lassen, sondern immer ein bisschen Spielraum zu lassen, weil man weiß ja nie, was passiert. Kommen wir noch zu dem Thema Farben. Und da gilt es natürlich auch immer für jeden Anlass, die richtige Farbe zu wählen. Und das Thema will ich nur so ein bisschen grob anschneiden. Sprechen wir erstmal über das Berufliche. Da finde ich tatsächlich, dass Schwarz, Grau oder Navy-Blau einfach perfekte Farben sind. Beim Thema Hochzeit ist Navy-Blau eigentlich immer die gute Wahl. Schwarz geht natürlich auch, ist aber nicht immer so gern gesehen.
Grau ist auch eine Farbe, die wirklich immer klar geht und zu sommerlichen Hochzeiten oder sommerlichen Events ist auf jeden Fall ein beiger bzw. ein heller Anzug ein absolutes Must-Have für mich. Also ich finde, das wirkt immer wirklich sehr passend, sieht immer sehr frisch aus und für den Sommer auf jeden Fall helle Farben zu empfehlen. Wenn es jetzt um irgendwelche Events geht, dann seid ihr mit der Farbe Schwarz eigentlich nie verkehrt. Also bei Events, Red Carpet oder was auch immer, steht natürlich immer ein Dresscode drauf. Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr anziehen sollt, ein schwarzer Anzug ist dort auf jeden Fall nie verkehrt. Kommen wir zu dem Thema Schuhe. Welche Schuharten gibt es? Welche Schuharten trägt man? Das ist natürlich euch überlassen. Es gibt Derbys, Oxfords, Budapester, Monks, Slipper, was auch immer. Man kann das Ganze natürlich auch mit Sneakern tragen. Da müsst ihr wirklich gucken, in welchem Schuh ihr euch wohlfühlt. Slipper ist zu bemerken, sind jetzt nicht ganz so formell, aber alle anderen Schuhe sind wirklich relativ formell und die kann man auch eigentlich immer tragen. Aber da müsst ihr wirklich gucken, was findet ihr am besten. Wenn ihr jetzt allzu große Füße habt, würde ich natürlich gucken, einen Schuh zu wählen, der vielleicht vorne abgerundet ist und nicht ganz so spitz ist. Weil ihr wisst selber, auch bei jemandem wie mir mit Schuhgröße 42 sieht manchmal so ein spitzer Schuh extrem groß aus und sieht dann halt nicht so cool aus. Also da würde ich wirklich drauf achten, wenn die Füße zu groß sind, keinen zu spitzen Schuh zu wählen. Ansonsten könnt ihr da wirklich gucken, was ihr am besten findet. Da muss jeder wirklich schauen, womit er sich wohlfühlt. Wenn es jetzt wirklich sehr casual sein soll, kann man einen Anzug auch super gut mit Sneakern kombinieren. Ich trage diese Kombo super gerne, ob mit Krawatte, ob ohne Krawatte, ob einfach mal mit einem T-Shirt drunter. Man muss ja nicht zwangsweise immer ein Hemd tragen. Also Sneaker eine Sache, wo viele sagen, nee, das geht nicht, das macht man nicht. Aber ich finde es persönlich sehr cool. Sehe es auch bei anderen vielen modischen Leuten, die es so tragen. Und deswegen auch Sneaker kann ich auf jeden Fall empfehlen. Muss natürlich nur zum Anlass passen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den Do's und Don'ts bei einem Anzug. Also Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Kommen wir zuerst zu den Do's, also zu den Sachen, die man machen kann, weil die sind relativ kurz. Beispielsweise eine farbige Krawatte oder ein farbiges Einstecktuch zu einem andersfarbigen Anzug, wie jetzt in meinem Fall hier beispielsweise, finde ich immer cool, weil diese Sachen bringen einfach so ein bisschen Pep in den Look, verleihen dem Ganzen einfach ein bisschen Farbe und sind einfach so ein Highlight-Piece. Deswegen, natürlich hätte man hier auch eine gleichfarbige Krawatte nehmen können, die jetzt in diesem selben Farbton ist. Aber ich finde einfach, eine bordeaux-rote Krawatte wirkt wirklich nochmal ein bisschen cooler, ein bisschen frischer, einfach ein schönes Highlight-Piece. Und das sind auf jeden Fall Do's, die ihr bei einem Anzug machen solltet. So, und dann kommen wir noch zu den Don'ts. Da ist die Liste ein bisschen länger, denn es gibt wirklich viele Sachen, die man häufig sieht, die Leute immer noch falsch machen, auch bei Leuten, die tatsächlich jeden Tag im Beruf Anzug tragen, sieht man diese Fehler und da gilt es auf jeden Fall aufzupassen. Fangen wir an mit den Socken und da heißt es auf jeden Fall immer Kniestrümpfe tragen oder Socken, die die Knöchel bedecken, ist auf jeden Fall ein Muss. Keine Tennissocken oder irgendwas anderes, am besten wirklich immer Kniestrümpfe. In den Sommermonaten kann man natürlich auch beispielsweise, wenn man Slipper trägt, das Ganze ohne Socken tragen. Sieht auch cool aus, hat so ein bisschen diesen südländischen Touch, aber da muss man natürlich auch der Typ für sein und man muss sich darin wohlfühlen. Aber ein absolutes No-Go sind auf jeden Fall Tennissocken, niemals unter einem Anzug tragen. Eine andere wichtige Sache ist die zwei Sakko-Knöpfe. Es gibt ja viele verschiedene Sakko-Formen. Es gibt Einknopf-Sakko, es gibt Zweiknopf-Sakko, es gibt sogar Dreiknopf-Sakko, es gibt den Doppelreiher. Alles für verschiedene Anlässe. Einknopf ist wirklich sehr formell. Zweiknopf ist so der Allrounder-Standard. Dreiknopf, boah, kann ich gar nichts mit anfangen, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, sieht nicht schön aus. Und der 2-3er ist wirklich ein ja, sehr super seriöser, super formeller Anzug, den ich auch sehr schön finde, aber der muss natürlich auch immer zum Anlass passen. Aber kommen wir zu den Knöpfen und hier bei dem Standard 2-3er gilt es, man macht immer den oberen Knopf zu und den unteren lässt man immer offen. Also ein absolutes No-Go ist wirklich, beide Knöpfe zuzumachen. Das macht man einfach nicht. Es gibt keine Regel, die das irgendwo beschreibt. Aber in der Welt der Anzugträger, sage ich jetzt mal, der Anzugträger mit Stil, macht man das einfach so. Und es ist geschrieben, obwohl es nirgendwo vermerkt steht. Bei der Krawatte gilt es wirklich immer darauf zu achten, dass diese die richtige Länge hat. Am besten ist sie, wie in meinem Fall hier, schließt auf dem Hosenbund ab. Das ist wirklich wichtig, weil viele tragen die Krawatte entweder zu kurz oder viel zu lang. Und da sollte man natürlich immer darauf achten, dass die Krawatte die richtige Länge hat. Und diese hier wäre jetzt in diesem Fall hier optimal. Ihr müsst die Krawatte auch nicht immer neu binden. Ich habe das Ganze auch durch YouTube-Tutorials tatsächlich gelernt. Aber wenn man die einmal gebunden hat, kann man die natürlich immer leicht öffnen. Ich hänge die dann immer wieder so auf und kann die immer wieder anziehen und die hat einfach die perfekte Länge. Nur so als kleiner Tipp nebenbei. Eine Sache, die ich zum Teil auch sehr schrecklich finde bei Anzügen, ist, wenn man große Gegenstände in den Taschen aufbewahrt. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mein Handy in der Hose.
Hosentasche. Und da sollte man natürlich immer gucken, weil diese Anzugshosen relativ dünn sind und sich da alles abzeichnet. Bei einem dunklen Anzug ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber in der Regel sollte man gucken, dass man keine großen Gegenstände in seinen Taschen aufbewahrt. Auch so dicke Portemonnaies hinten drin sieht ganz schrecklich aus. Auch da auf jeden Fall aufpassen, weil das kann das Ganze immer so ein bisschen unästhetischer machen. Die letzte Sache auf der Liste der Don'ts ist auf jeden Fall der Kragen und der bleibt natürlich immer so, wie er ist. Den trägt man niemals hoch oder sonst irgendwas, auch wenn man das mal irgendwo gesehen hat, dass das irgendjemand macht. Beim Anzug macht man das nicht, deswegen Kragen bleibt auch unten. So Leute, das war es auch mit dem Thema Anzüge. Ich hoffe wirklich, dass ich dem einen oder anderen ein paar hilfreiche Tipps geben konnte, um in der Zukunft einfach besser und leichter mit dem Thema umzugehen. Dieses Video ist hier online. Ihr könnt euch das jedes Mal immer angucken, wenn ihr irgendwie auf ein Event eingeladen seid und nicht mehr Bescheid wisst, was ich gesagt habe. Guckt euch das Video einfach nochmal an und dann habt ihr einfach einen Überblick, worauf es zu achten gilt, wenn man sich einen Anzug holt bzw. wenn man einen Anzug trägt. Falls euch dieses Video weitergeholfen hat, falls euch das Video gefallen hat, unterstützt gerne meinen Kanal mit einem Like und gerne abonniert auch den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.